Hallo zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID Array eines NAS-Geräts der Hersteller Vegas Modell NS400 Pro wiederherstellen können. Sie erfahren, wie man ein RAID erstellt, den Zugriff auf Netzlaufwerke konfiguriert, einen Netzordner hinzugefügt, eine ICCSI-Partition erstellt und Netzwerkzugriffberechtigung konfiguriert. Vegas ist einer der beliebtesten NAS-Hersteller, der verschiedene Modelle von NAS-Hardware sowohl für die geschäftliche als auch für die private Nutzung herstellt. Viele Vegas-Systeme nutzen die RAID-Technologie, RAID 0 und RAID 5 für Speichersysteme mit zwei Laufwerken und RAID 5 für größere Systeme, die aus drei oder mehr Festplatten bestehen. Wie bei jeder Hardware dieser Art ist die recht robust, was den Schutz von Datenverlust angeht. Aber es gibt dennoch eine Reihe von Ursachen, die zu Datenverlusten führen können. Eine der häufigsten Ursachen für Datenverlust ist eine Beschädigung des Dateisystems. Stromausfälle oder Spannungsschwankungen können den Controller, die Festplatten oder andere Speicherhardware stören. Versehentliches Löschen, Formatieren, mechanische Defekte von Laufwerken und so weiter können ebenfalls zu Datenverlusten führen. Auch nach einer Virtual-Aktualisierung des Geräts kommt es häufig zu einem Informationsverlust. Da auf NAS gespeicherte Daten in der Regel in einer RAID-Konfiguration geschrieben werden, ist die Wiederherstellung von Daten, Dateien und Ordnern von einem ausgefallenen Gerät keine leichte Aufgabe. Das liegt daran, dass die Daten in Fragmenten auf die einzelnen Laufwerke des RAID-Verbunds geschrieben werden. Und um die Informationen abzurufen, müssen Sie die ausgefallenen RAID-Laufwerke wieder zusammensetzen. Es ist besser, die Wiederherstellung wichtiger Daten einem Fachmann anzuvertrauen, aber wenn Sie sich entscheiden, es selbst zu tun, müssen Sie das richtige Datenwiederherstellungsprogramm wählen. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie ein NAS-Datenwiederherstellungstool auswählen, damit Sie später keine Informationen verlieren. Schauen wir uns zunächst an, wie man RAID auf dem NAS von Vegas erstellt. Öffnen Sie das NAS-Verwaltungsprogramm und erwarten Sie die Registerkarte Speicher RAID konfigurieren. Wenn Sie zum ersten Mal ein Array erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen. Wenn Sie ein bestehendes Array löschen oder neu konfigurieren müssen, bearbeiten. Hier sind die Erweiterungs- und Migrationsoptionen verfügbar und darunter die Schaltfläche Löschen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um alle Daten auf dem Laufwerk zu löschen. Wählen Sie Ja zur Bestätigung, geben Sie in diesem Feld ein OK. RAID-Löschung war erfolgreich. OK. Sobald der RAID-Erstellungsprozess abgeschlossen ist, steht die Funktion zur Einrichtung von Netzwerkordner zur Verfügung, während Sie Zugriffberechtigung konfigurieren und einen neuen Ordner erstellen können. Um einen neuen Ordner zu erstellen, öffnen Sie die Registerkarte Speicher-Ordner, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen aus der rechten Seite des Fensters, geben Sie den Namen an und aktivieren Sie Zugriffseinstellungen. Klicken Sie dann auf Übernehmen und Ja, um zu bestätigen. Wir haben erfolgreich einen Ordner erstellt, OK. Und schreiben Sie die Daten in diesem Ordner. Konfigurieren Sie nun den FTP-Server. Um die FTP-Verbindung zu aktivieren, erweitern Sie die Registerkarte Netzwerk und Dienste und wählen Sie die FTP-Konfiguration aus der Liste aus. Aktivieren Sie hier das Kontrollkästchen neben Aktivieren und geben Sie dann zusätzliche Parameter an. Klicken Sie dann zur Bestätigung auf Übernehmen und auf Ja. FTP-Server ist aktiviert. Sie können nun über eine FTP-Verbindung eine Verbindung zum Netzlaufwerk erstellen und Daten in den Netzordner schreiben.
Um eine ICCSI-Transaktion zu erstellen, gehen Sie zu Registerkarte Speicher, Speicherplatz Zuweisung, ICCSI-Transaktion. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche hinzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkreuzchen neben Aktivieren, geben Sie dann das erforderliche Volumen, den Namen und andere Parameter an und wenn Sie Daten benötigen für Auszinfinierung, okay und ja zur Bestätigung. Die Erstellung der ICCC-Partition ist abgeschlossen. Okay. Als nächstes müssen Sie es nur noch an Ihren PC anschließen. Es ist in der Datenträgerverwaltung partitionieren und es wird im Explorer angezeigt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie versehentlich Dateien von einem NAS-Gerät löschen, ein Laufwerk formatieren, ein Laufwerk falsch konfigurieren oder anderweitig Daten verlieren oder den Zugriff auf ein Netzlaufwerk verlieren und einen RAID-Array beschädigen, kann Ihnen nur eine spezielle Wiederherstellungssoftware helfen, die Daten wiederherzustellen. Dies liegt daran, dass die meisten NAS-Geräte eine angepasste Version von Linux ausführen und Festplatten mit dem X-Dateisystem formatiert werden. Und RAID-Systeme auf zwei Technologien basieren, MDA-MDM und LVM. Und wenn sie direkt an einen Windows-PC angeschlossen sind, können sie nicht gelesen werden. Verwenden Sie das bewährte NAS-Wiederherstellungsprogramm Hetman RAID Recovery. Das Programm unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, aufbauende Technologien und RAID-Typen und stellt in den meisten Fällen ein durchdrucktes RAID automatisch wieder her. Um Daten von Festplatten abzurufen, müssen Sie diese aus dem nicht funktionierenden NAS-Gerät entfernen und an einen PC mit Windows-Betriebssystem anschließen. Nach dem Hochfahren des Systems kann das Betriebssystem anbieten, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren. Tun Sie dies auf keinen Fall, da dadurch die verbleibenden Informationen vollständig überschrieben werden können. Hetman RAID Recovery erkennt die Laufwerke automatisch, subtrahiert Serviceinformationen von ihnen und setzt das zerstörte RAID wieder zusammen. Wenn ein Array ausgefallen ist, werden unten detaillierte Informationen angezeigt, um zu sehen, ob das Programm die RAID-Parameter korrekt interpretiert hat. Rechtsklick auf das Laufwerk öffnen und die Dateisuche zu starten. Wählen Sie Art der Analyse aus. Wenn das Array korrekt aufgebaut ist, ist ein Schnellscan verfügbar. Klicken Sie auf Weiter, um die Suche nach verlorenen Dateien zu starten. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und klicken Sie dann auf Fertigstelle, um zum Suchergebnissen gelangen. Wie sehen können, hatte die Software keine Probleme, das zerstörte RAID wieder zusammenzusetzen und hat alle Dateien gefunden, die auf das Netzlaufwerk geschrieben wurden. Wenn Sie nach Dateien suchen, die versehentlich gelöscht wurden, sind diese hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Der Rest sind diejenigen, die in Teilen auf den Festplatten des Arrays verstreut waren. Markieren Sie alles, was Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, Wiederherstellen, fertig. Wenn Sie fertig sind, liegen die markierten Dateien auf dem zuvor angegebenen Pfad.
Wenn Sie ein ICC-AIFS-Laufwerk verwenden und versehentlich Dateien davon löschen, müssen Sie die Laufwerke nicht von Ihrem NAS entfernen und an Ihren PC anschließen. Helmet Threat Recovery sieht das ICC-AIFS-Laufwerk als physisches Laufwerk. Das heißt, Sie können es scannen und versehentlich gelöschte Daten davon wiederherstellen. Zum Wiederherstellen klicken Sie mit der Rechnermaustaste auf das Laufwerk Öffnen. Wählen Sie die Erder-Analyse aus. In der Regel reicht ein schneller Scan. Warten Sie, bis er beendet ist und sehen Sie sich die Ergebnisse an. Wie Sie sehen können, hat das Programm die gelöschten Dateien gefunden. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist, sie wiederherzustellen. Weitere Informationen zur Wiederherstellung von Daten von ICC finden Sie in einem anderen Video, dessen Link in der Beschreibung enthalten ist. In einigen Fällen, wenn die Laufwerke beschädigt sind oder die auf ihnen gespeicherten Serviceinformationen überschrieben wurden, kann Hetman Threat Recovery möglicherweise nicht automatisch ein RAID erstellen. Wenn die Software nicht in der Lage ist, ein RAID aus dem Laufwerk zu erstellen und Sie die Parameter kennen, können Sie dies manuell mit dem RAID-Konstruktor tun. Öffnen Sie dazu den RAID-Konstruktor und wählen Sie hier manuell erstellen. Füllen Sie im nächsten Fenster die Felder für die RAID-Daten aus, Typ, Blockreifenfolge, Größe, fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen es besteht, und verwenden Sie die Pfeile, um Ihre Reifenfolge festzulegen. Die fehlenden Felder füllen Sie sie leer aus, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Sie können auch den Versatz angeben, an dem der Empfang des Laufwerks liegt. In manchen Fällen erkennt das Programm Sie nicht automatisch und Sie müssen sie manuell eingeben. Nachdem Sie alle bekannten Parameter gegeben haben, drücken Sie auf Hinzufügen und im Festplattenmanager wird das manuell erstellte RAID angezeigt. Führen Sie dann die Analyse durch, suchen Sie nach Dateien, die wiederhergestellt werden müssen und stellen Sie sie wieder her. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.